Im letzten Video habe ich euch eine Möglichkeit gezeigt, wie ihr Systemwiederherstellungspunkte löschen könnt, um Speicherplatz auf eurer Festplatte freizugeben. Jetzt zeige ich euch, wie ihr die Systemwiederherstellung entweder dauerhaft deaktivieren könnt, beziehungsweise sie einfach limitieren könnt. Dazu geht ihr in Windows auf Start, alle Programme, Zubehör, Systemprogramme und hier auf die Systemwiederherstellung. Wenn die sich dann geöffnet hat, habt ihr hier den Punkt Systemwiederherstellungseinstellungen. Den wählen wir an. Und nun öffnet sich ein Fenster mit den Systemeigenschaften und hier haben wir dann die Möglichkeit, die Systemwiederherstellung einfach zu deaktivieren. Dann wird gar kein Systemwiederherstellungspunkt angelegt. Oder wir haben die Möglichkeit, sie eben zu limitieren, auf wie viel Prozent sie von der Festplatte benutzen darf. Bei mir persönlich ist sie deaktiviert, weil sie mir noch nie was genutzt hat. Ich konnte also mein System nie retten mit der Systemwiederherstellung, deshalb habe ich sie dann einfach mal deaktiviert. Wenn ihr meint, euch bringt sie was, könnt ihr sie natürlich aktivieren lassen, aber vielleicht den Speicherplatz etwas limitieren. Besonders bei großen Festplatten, da ist die Systemwiederherstellung sehr großzügig, wie viele Punkte die sich speichert.